Hello, I'm happy to welcome you to the exhibition of Tony Conrad, the artist, musician, and longtime professor of media study at the University of Buffalo. I'm Nicola Dietrich, the director of the Kölnischer Kunstverein, where we were able to set up the exhibition a few weeks ago and can present Conrad in all his facets as unparalleled innovator in painting, sculpture, film, video performance, and installation. Actually, right now, I'm sitting here in the installation of his Women in Prison. Throughout the three floors of the Kunstverein, you can discover his manifold oeuvre, starting with his, maybe to date, most prominent first film, The Flicker, from 1966, in our cinema space. Today, we have the pleasure to welcome media theorist Tabea Lurk, who will give us a special tour through the exhibition and also a great insight in Conrad's enormous number of video works that he produced from the 1970s onwards. Tabea Lurk studied art history and media theory and was a longtime friend of Tony. She wrote her PhD on Tony Conrad's video works in 2015, until now only available in German. She is head of the media library in the Hochschule für Gestaltung and Kunst FHNW in Basel. So please enjoy the next hour or so of Tabea Lurk's parcours through Tony Conrad's work and life. Thank you. Yeah, thank you very much for this very nice introduction. I will switch now to German. Und bevor ich gleich nochmal auf die Installation Woman in Prison eingehen möchte, die 2013 zum ersten Mal realisiert wurde, möchte ich Marie Lossier danken für ihr wunderbares Porträt Tony Conrad, Dream Minimalist von 2008, in der die Sequenz vorkommt, die Sie als Vorspann gesehen haben. Tony Conrad mit dem sich drehenden Schirm, der Licht und eigentlich auch Soundeffekte produziert. Hier nun sehen wir den Aufbau der Kölner Installationsversion von Woman in Prison, die sich in unmittelbarer Nähe der beiden Arbeiten Beholden to Victory auf der Rückseite der Installationswand und An Immense Majority befindet, von der wir hier eine Sequenz sehen und auf die ich später in meinem Vortrag eingehen werde. Doch zunächst hören wir Tony Conrad und seine Erläuterungen zu Woman in Prison. This is about a project that I got into because of my interest in authority relationships, like the way that you're overpowering me, or I'm overpowering you. We don't know who's in charge here. Is it the person who's being shot, or the person who's shooting, or the person who's watching, or the person on the screen? Maybe it's you who control me. But anyway, I was really fascinated with these issues at a certain point in my career as a filmmaker, and I shot a lot of film. 16mm black and white film in a set that looked just like this up in Buffalo in my studio. I had a bunch of friends there who were really active young artists and musicians and people that I really liked working with. Mike Kelly is in the show, Tony Oursler, but also Tony Bellani and Larry Seven and a whole bunch of wonderful, wonderful people who were rockers and artists around Buffalo at the time. This is kind of a recreation of it here. See, I also put a flickering light in play, and I'll show you why I wanted to do that. See, in this dark room, when the light goes off, you see the past. And when the light goes on, you see the present. When it goes off, you see the past. And then you see the present. And it's hard not to be infected by the present when the light is off. Look. When the light is on, I mean. When the light is on, the present is really forced upon you. Als die Sequenzen, die Sie hier im Hintergrund sehen, produziert wurden, 1982 in Buffalo, hieß das Stück noch nicht Woman in Prison, sondern Yale, Yale. Die Wiederholung im Titel war Programm, denn immer wieder wurden die gleichen Sequenzen in diesem Frauengefängnis wiederholt.
Allerdings waren die Insassen nicht nur Frauen, sondern durchaus auch Männer, die transvestiert waren und die ihre Körperlichkeit erprobten, immer wieder die gleichen Stücke durchspielten und aus der Erinnerung die jeweiligen Sequenzen des Vortags neu zur Aufführung brachten. Hier sehen wir übrigens Tony Biloni und Tony Osler und Mike Kelly waren auch schon im Bild. Sie kehren immer wieder in den unterschiedlichen Sequenzen des Stücks und die folgende Sequenz ist ein Solo von Mike Kelly. Just bubbling with I'm just bubbling with estrogen. I'm a human fizzy, a maelstrom, a vortex, a hole of the heart. Yes, I'm the sea captain. I control the love waters. Yes, I'm a space captain. I have control of the space between the legs. I smell a new fish coming in. Fish tastes fishy. Fish tastes fishy. I have a taste for it. I am a stalking panther. I'm a caged heat. I'm a fish fry. The new fish come to me and I assign them their duties and they dutifully obey. But they had better know they're not better than me. They call me the Dutch boy because I always have a finger in a dike. They call me a page boy because I'm always fingering the pages. I can't go near Johnny Carson's show anymore. They're too frightened of me. They're scared I'll lead their little lambs astray. My scent alone makes their backs arch in fear. My scent, my stink finger, oh, I'm queen, I'm king, king of the compost heap. I'm always picking through fish tails. Fish tastes fishy, and I'm always on top. They're always on. Daneben finden sich Sequenzen, in denen die Insassen bzw. die Insassinnen Musik spielen und immer wieder verschiedene Instrumente zur Aufführung bringen und sei es das, was eben die Zelle so hergibt. Das regulierende Moment der Musik mit all ihren Fehlern, das Spielerische, das sich hier zuletzt angedeutet hat, das An- und Ausmachen des Lichts als Moment der Strukturierung, all diese Elemente finden Einzug in den Zyklus Music and the Mind of the World. Ein Auszug findet sich in der Arbeit Anytime 100 Songs von 1980. Über Jahre hatte Tony Conrad jeden Tag Klavierübungen als Aufführung, als Selbstregulierung, als Selbstmaßnahme. Hinzu kam, dass er seine eigenen Aufnahmen kommentiert hat und immer wieder neu auf Band aufgenommen hat. Während die Aufnahme weiterläuft, kommt ein weiteres Moment, das der Zeitlichkeit in den Blick, dem auch das Publikum ausgesetzt ist. Sie haben das eben im Raunen gemerkt. Wir sind hier nach fast 30 Minuten angelangt in der Originalaufführung. Musik
haben außerdem als weiteres Strukturierungselement dieses Schlagen des Mikrofons, das Klatschen, das Schnipsen gehört. Hier am Ende der Aufführung wird Toni Konrad nun den sogenannten Piano-Vorsetzer installieren, eine Apparatur, die jede Oktave lang den Ton C anschlägt, und zwar gesteuert durch einen Papierstreifen, der in seiner zweiten Apparatur wie so ein Filmstreifen gezogen wird und auf dem eben dieses Programm hinterlegt. Toni Konrad hat ja selber in seiner Studienzeit als Programmierer Geld verdient und hat von daher sehr vertraut mit dieser Technologie. You are really getting better fast. Ikonografisch kann der Gestus des Vorführens von Musik hier auf dem Papiertonstreifen erinnern an das Vorführen von Film, wie Toni Konrad dies in Movie Show, dem ersten Farbvideo von 1977, realisiert hat. Wir sehen hier, wie der Künstler Outtakes aus dem Film Straight and Narrow vorführt. Und zwar zunächst positioniert er den Projektor, achtet immer wieder darauf, dass ein anderer Bildausschnitt zu sehen ist. Nachher wird der Filmstreifen durch seine Hand laufen und man sieht sein Naturell als experimenteller Filmemacher. Und trotzdem kann man sich ja fragen, warum hat er ausgerechnet für so eine stark schwarz-weiß-lastige Arbeit eine Videokamera in Farbe ausgeliehen bei seinem Freund Udi Wasulka, der ihn gerade unmittelbar davor nach Buffalo als Videolehrer geholt hatte. Diese Arbeit übersetzt tatsächlich filmische Effekte in das Medium Video und versucht auf der anderen Seite zugleich Video im Medium des Films vorzuzeigen. Das heißt, wir haben es immer wieder mit diesen Linieneffekten zu tun, die wir aus dem Störbild vom Video kennen. Wir hören immer wieder das Beepen des Klangs. Wir sehen hier auch, wie die Dynamik zunimmt, wie es eine Rhythmisierung des Effekts gibt. Und vor allem sehen wir, wie Vor- und Rücklauf praktiziert werden, die ja für das Medium des Films, außer im Experimentalfilm, eher unüblich sind. Als Zen-Variante der Reflexion von Film kann im Unterschied hierzu die Arbeit der Yellow Movies betrachtet werden, die seit 1972 in verschiedenen Auflagen realisiert wurde. Wir sehen hier eine große Tafel, vor der Toni Konrad meditiert, und gleich im nächsten Bild einen Ausschnitt der Kölner Ausstellung, im Hintergrund eben ein Yellow Movie und im Vordergrund die Instrumente der jüngeren Werkphasen, vornehmlich seit 2000.
Wenn Sie mir jetzt einen Moment folgen, bewegen wir uns an den Eingang der Ausstellung. Während das miniaturisierte Gitter im Vordergrund fast an die Women in Prison Installation im Obergeschoss erinnern mag, wirkt es, als wären die schwarzen Rahmen auf der weißen Unterwäsche wie eine Chiffre der Yellow Movies, die nun auch diese Wäsche zum Kunstwerk werden lassen. Eine Geste, die im Rahmen der Kunstgeschichte natürlich nicht ganz unbekannt ist, zumal, wenn man sich die Datierung vor der biografischen Entwicklung des Künstlers anschaut. Es wirkt fast wie ein Hochzeitsbild und kann damit an Marcel Duchamps Großes Glas erinnern, das zwischen 1915 und 1923 entstanden ist. Ähnlich wie bei Duchamp ist der obere Bereich des Bildes weiblich, der untere männlich konnotiert. Bei der Herrenunterwäsche bleiben wir für einen Moment. Wir finden sie wieder in der Arbeit Beholden to Victory von 1981, wo wir jetzt eine Sequenz sehen, in der Tony Osler und Mike Kelly sich von der Armee abgesondert haben. Dabei ist es wichtig, dass sie von oben gefilmt, keine der begonnenen Handlungen tatsächlich zu Ende führen. Sie unterbrechen sich und eigentlich ist es ganz wichtig, dass sämtliche Fehler sichtbar bleiben, dass nicht geschnitten wird, dass wenn geschnitten wird, dass es eigentlich ganz wenig Schwenks nur gibt und dass das Filmische sowohl auf der inhaltlichen als auch auf der formalen Ebene immer wieder kontaminiert wird. Now why are we in this? We're any Mahoney. It's Mahoney. I hope Mahoney's not. You think the patrols, the Z station's over there, you think maybe they're close? Probably. See? We can't leave tracks. If the other guys see the tracks, they'll come and see no. us. Oh, they'll come and see us. Let me help. I don't think. Und auch wenn zunächst drei Versionen der Arbeit existieren, zum einen Hail to Fallen, eine kinoartige Inszenierung, bei der am Eingang die Betrachter entscheiden, ob sie lieber als Soldier oder Sergeant die Aufführung beobachten wollen. Die Endlos-Version Combat Status Go, bei der alle Takes, die verfügbar sind, eigentlich in zufälliger Reihenfolge gespielt werden, hat sich mittlerweile eingebürgert, im Kunstkontext diese Arbeit Beholden to Victory zu zeigen, die dann auch eine Eingangssequenz hat, aus der ich gleich einige Momente zeigen möchte. Unter anderem sieht man den Sohn des Künstlers, Ted Conrad, und man sieht vor allem, wie Machtstrukturen durch ironische Gesten, aber auch durch einen Mangel von Respekt unterminiert werden. Soldier, what do you got there? What do you got? What do you got? What do you got? Put, let me have your bizwax. Let me have, put your weapon down, soldier. Put your weapon down right over there. And you stand right over there. Put your weapon there. You stand over there. And you bend over. You bend over. And I'm going to tell you what this army's about. What? You get two more. And if I find your filthy hands in our supply shelves again, you're going to get 10. Oh, you dirty son of a bitch. You dirty son of a bitch. Oh, come on. Listen, I'm in charge here, and you guys, you're all privates, for Christ's sake. God. You bend over. Der Rohschnitt zu Beholden to Victory entsteht im Sommer 1980, während Tony Conrads Lehraufenthalt in San Diego. Er reagiert auf die lokale Militärpräsenz und greift das Genre der Army-Parodie imitierend auf. So verwundert es nicht, dass eine Überkreuzung der Motive stattfindet, etwa in Teddy Tells Jokes, wo der Sohn des Künstlers in uniformierter Verkleidung auf dem Klavier sitzt und Witze erzählt. Hey there, Dad! What has 18 legs and catches flies? Let's see. What has 18 legs and catches flies? Yeah!
I don't know, Ted. What? A baseball team! Das Motiv der Kindheit bleibt dabei nicht auf Ted beschränkt, sondern findet sich auch zum Beispiel in den Protection Infant Gestures, die 1974 unter dem Einfluss von Andrewen entstanden sind. Während die ebenfalls in den Kontext gehörende Einladung zur Ausstellung Too Little lediglich den hierarchisierenden Blick auf den als braven Sonntagsknaben angezogenen Künstler zeigt, klagt die Einladungskarte zur Ausstellung bei Hallwalls You Were Bad direkt den Betrachter an. Das Medienzentrum Hallwalls wird 1974 unter anderem von Robert Longo und Cindy Sherman gegründet, bevor die Truppe weiterzieht nach New York und eigentlich als Keimzelle der Picture Generation gelten kann. Deswegen auch hier eben diese Polaroid-Arbeiten von Tony Conrad, der sich später im Curatorial Board, aber auch als Ausstellungsmacher und in ganz vielen unterschiedlichen Funktionen in Hallwalls eingebracht hat. Wir bleiben für einen Moment bei den Fehlern, dem Fehlerhaften, das zelebriert wird in den Mitte der 70er Jahren und dem Tony Conrad mit The Palace of Error Anfang der 80er Jahre ein weiteres Denkmal setzt. The Palace of Error ist eine Art Gesprächsrunde, die vor allem zum Beispiel mit Keith Sanborn und Barbara Brugel regelmäßig abgehalten wird, bei der die Künstlerinnen und Künstler zusammenkommen, sich gegenseitig Texte vorlesen und ausgehend davon philosophische Erläuterungen beginnen, wie eben hier zur Virtualität, die sich schon ganz stark auf die Frage der Rolle der Videografie innerhalb der Kunst bezieht. Images which establish differences or distinctions are virtuous. Well, virtuous is the same as perverse. Yes, of course. We know that virtue is a negative value. All right, see, it implies a differentiation established in order to establish a sense of intrigue, and that's perverse. That's perversion. Because of its relation to desire? Well, because of the fact that desire is not consequentially a function of the shadow of the virtual, but is in fact a product of differentiation. Während Fragen der Perversion oder des obszönen Blicks in Arbeiten wie Eye Contact oder Redressing Down von 1988 zu sehen sind, die beide im Rahmen des Programms Authorized to Surrender auch in der Kölner Ausstellung zugänglich sind, möchte ich für einen Moment bei der Frage nach der Strukturierung des Blicks und den konzeptionellen Überlegungen verweilen. Besonders anschaulich wird es in der Arbeit Lukas von 1984, bei der die Techniken der Betrachtung einstudiert werden, auch wenn das für heutige Betrachter etwas Geduld erfordert. For us, the conditions for art are more important than the pictures themselves. The conditions for art are more important than the pictures themselves. Ja, erneut findet sich das Motiv der Wiederholung, das heißt auch in dieser Arbeit wird jede Satzsequenz wiederholt, wobei diesmal die Geschwindigkeit und die Intonation so verändert werden, dass die Betrachtungsform mit Semantik aufgefüllt werden soll. Really spend a lot of time working over reproductions and studying the relationship between yourself, your own discipline, and the various movements. It can be extremely demanding. A master watcher is attuned to the art without the art. A master watcher is attuned to the art without the art. In the presence of the art, in the presence of the art, in the presence of the art. In the presence of the art, in the presence of the art, in the yes, you can go further in the presence of a picture. Yes, you can go further in the presence of a picture. Yes, you can go further. Und natürlich ist Tony Conrad auch der Meinung, dass man nicht nur durch Bilder
weitergehen kann, also übersinnliche Erfahrungen machen kann, sondern eben genau auch durch videografische Effekte, wie er dies im Rahmen von Knowing with Television in Bezug auf die Hypnose untersucht hat. Also es finden sich immer wieder Momente der Hypnose auch in Hyde 100, wo 100 Mal das Bild unterbrochen wird und suggestive Sequenzen eingefügt werden. Daher möchte ich jetzt einen Auszug aus der Arbeit Ipso Facto zeigen, wo es genau um die Produktionsbedingungen von videografischen Werken geht. Und, diese Arbeit ist Gegenstand der Trilogie The Poetics of TV, die Tony Conrad an Gaston Bachelard's The Poetics of the Space anlegt. Der lange Prolog dient dazu, die beiden Charaktere Tony Biloni und Tony Conrad einzuführen. Tony Biloni repräsentiert den Cineasten, der mit der Videokamera eins wird und sich selbst und die Kamera appropriiert. What are you doing? Oh boy, I'm appropriating myself. Wohingegen Tony Conrad historische Konzepte von Schönheit präsentiert. I'm going to appropriate some of this record. Hey there, Chet Atkins. Would you make me a star? Oh, I tell you, I am something else with this guitar. Really? I mean, listen, you don't know what you're missing. Just listen. I mean, just listen to this. Ain't that fierce? Ain't that intense? The Dutch philosopher Frans Hemsterhuis characterized the beautiful as that which gives us the greatest number of ideas in the shortest space of time. Listen, buddy. I want to tell you something. Beauty comes from technical style, see? It comes from technical style, beauty does. And that's what I want to tell you. I'd like to tell you something. Buddy. Hey there, Chet Atkins. Would you make me a star? Besides, how can new ideas come out unless you try something else? Another thing! Mussolini used to say freedom is not a right, it's a duty. It's a conquest, a privilege. The concept of freedom changes as time passes. To the intrepid, restless, harsh youths who appear in the dawn of the new history, there are other words than freedom that exert a much greater charm. They are order, hierarchy, discipline. Yeah, well, I'm gonna seal you in this little space here and send you off into rectangle land. How'd you like that? You don't know what you're missing. Als Angelegenheit der Macht und der Strukturierung von Ordnung wird hier erneut aufgegriffen, wie wir es ganz zu Beginn des Beitrags schon einmal kennengelernt haben. Typisch für Ipso Facto ist auch die große Reichhaltigkeit an videografischen Schnitteffekten, die sich sonst nicht in dieser Fülle in Tony Conrads Oeuvre findet. Tony Conrad bezieht sich hier auf die siebenteilige Teleoper Perfect Lives von 1983, die Robert Ashley im Kitchen in New York realisiert hat und die damals eigentlich als Inbegriff von Teleoper und von Hightech gilt. Indem Tony Conrad hier am Ende den Fernseher selbst bewegt, statt den Videosynthesizer zu verwenden, persifliert er natürlich den Ansatz zugleich. Mit der Arbeit An Immense Majority wendet Tony Conrad dann den poetischen Blick von den Produktionsbedingungen auf die Frage nach dem Auftreten im Fernsehen. You know what the trouble with TV is? When you watch it, all the people on TV are always acting. They're always acting. Why can't they just be themselves? And I keep thinking, if I were making TV, if I were on TV, I wouldn't do that. I would just be myself. I'd just be myself like I really am. I wouldn't act. I guess I'd, put on my favorite sweater,
just be myself, just be completely myself and not act at all. In Ergänzung zum Hauptnarrativ findet sich als Nebenstrang die Sicht auf den stillgestellten Betrachter. I could just express myself with my clothes. I'm not going to act. I'm just going to express myself. Well, the trouble is you've got to look good on TV. You've got to work at looking good. You know, maybe I could look, maybe there's some way I could look, I could make it look better. I could look, make it look better, and I wouldn't have to act. Like maybe if it was, maybe if it's digitized. Think about who I really am. Just take a little while to just, you know, not pretend to be somebody else. Not try to do anything different. When I think about who I was, you know, and what I look like, and just be completely normal. I know what I look like. Here's what I look like. That's exactly what I look like. Ausgehend von diesem Porträt, das Toni Conrads Vater damals von dem ca. 8-jährigen Jungen gemalt hat, überlegt Toni Conrad jetzt weitere Formen der Verbesserung seiner Selbsterscheinung, zum Beispiel durch Kosmetik. I know that's who I am. I'm not acting. I'm not going to be on TV and act. Wir springen damit aber ans Ende des Bandes, wo es um die Frage der Sichtbarkeit und der unterschiedlichen Formen von Darstellung im Fernsehen geht. Maybe TV makes you have to see things differently. Well, I wouldn't just see things like acting. I would see things like through different eyes, like how the world looks if you're a fly. Look, I would do something like that. I would look at things as though I were looking at things as though I were a fly. Die Frage der Darstellung von Welt im Fernsehen zeigt sich nicht nur wie hier durch die Flickermaid, sondern in den 1990er Jahren führt diese Suche auch in den öffentlichen Raum und in die Community-Projekte. Wie sehr die Beschäftigung mit dem Sehen und dem apparativen Blick Toni Conrad bis ins Spätwerk beschäftigt, möchte ich gern am Beispiel der Arbeit 4 von 2003 zeigen, wo wir zunächst einen Blick auf den zweiten Teil werfen, bevor wir dann an den Anfang zurückspringen. You know, I mean, I think the thing that you have to do is just examine yourself very carefully, make sure that there's no problems anywhere. That's why I always look and see if I can see anything that's wrong, and look, just check everywhere. Even if you have to go and look, you know, like everywhere. I mean, like everywhere. Die berechtigte Sorge um den eigenen Körper projiziert Toni Conrad in der Eingangssequenz, aber auch auf größere politische Zusammenhänge. I have this to say about fear, and this is a little more serious than that. Ever since 9/11, we've learned that fear is a patriotic thing to experience. Fear isn't just a condition to avoid. Fear is a condition to celebrate. And by God, I am celebrating fear in the best way I possibly can. I'm enjoying fear and participating with it in a patriotic regime. I admit there are still some things to be afraid of. There are still some things to be afraid of, but I would suggest they're mainly worry more than fear. Ich denke, der ironische Unterton war unverkennbar, denn natürlich ist Toni Conrad alles andere als ein Patriot. Und genau diesen größeren politischen Zusammenhang diskutiert Toni Conrad in den frühen 1990er Jahren, beispielsweise im Rahmen des Studio of the Streets Projekt, das auf den Stufen der City Hall von Buffalo der Öffentlichkeit die Möglichkeit gab zur freien Meinungsäußerung.
Wir sehen hier Installationsansichten aus der Harvard University und der Präsentation im Kunstverein. Kondensierter noch zeigt sich das politische Potenzial der mediatisierten Meinungsäußerung in der Arbeit Lafayette Square von 1991. Sie dokumentiert das Aufeinandertreffen von Kriegsbefürwortern und Gegnern anlässlich des bevorstehenden Zweiten Golfkriegs. Aus Toni Konrads Lager zeige ich hier eine Lehrerin, die von ihren Schülern gefragt wird, ob sie auch zur Support the Troops Parade komme und mit Not Even Maybe reagiert. But what is this the best we can do? My class yesterday, and they said, "Oh, Miss Davila, I can't be in your class because I have to go for band practice because we're going to the Support the Troops rally. The school band is going to the Support the Troops rally Why on is Saturday our tax morning. Money Are you going to join us there? Not demonstrations in favor of this war. Support the Troops is rhetoric for support the war." Not real popular at my school. They put it support on the announcement the to come down tomorrow for the rally and support the troops. And I blazed everything all over the place. They ought to be here today. Notice how many. Support the troops. Thanks, the Center. Yeah. On Saturday, March 9th. International Women's Day. Bleiben wir für einen Moment bei der Schule und dem Fernsehen, die Toni Konrad in dem Projekt Homework Helpline zusammengeführt hat. Es wird im Kölnischen Kunstverein in unmittelbarer Nähe zum Studio of the Streets Projekt gezeigt und wir sehen hier eine Sequenz, wie Schülerinnen und Schüler in der Live-Sendung anrufen können, um Fragen zu stellen. How are you doing? Fine. Yeah? What grade are you in? 11. And where do you go to school? Lafayette. You go to Lafayette? Oh, well, that's nice. How do you like that? It's fine. Lafayette, yeah. I live right around the corner from Lafayette. So. Yeah, okay. So you're their big sister? Our son's big sister. His big sister, okay. These are our cousins. Oh, your cousins? Hello? Yes. Do you have a question for us? Yes, my question. You probably have a tough question because you're an 11th grader, but let's see what you... No, it's directed towards Marshawn. Oh, Carly, you out. Okay, do it. I would like to know what is stocks and bonds. Okay, stocks are like little payments that you pay to a company. And like it could be a thousand of people who buy this, but each of them own a little part of it. And bonds are like loans. Genauso freiwillig wie die Anrufenden kommen auch die Schülerinnen und Schüler ins Studio, um ihren Klassenkameraden beim Lösen der Aufgaben zu helfen. Teilweise sind dies ganz einfache Fragestellungen, wie etwa die Faktorzerlegung in der Mathematik. Oder in der folgenden Sequenz zeigt sich eine Schülerin, die über das Privileg ihrer Schule berichtet, dass beispielsweise im Englischunterricht ein Dichter eingeladen wurde. Dass tatsächlich in dieser Altersstufe gedichtet wird, dürfte nicht nur Toni Konrad positiv überrascht haben. It's a gifted and talented program, so you get a lot of other opportunities that other schools don't get. Yeah. Like in English, we just got a poet. Well, that sounds very exciting. A poet, huh? Mm-hmm. Well, that sounds like fun. Do you write poetry too? Mm-hmm. You do? Mm-hmm. Everybody does. You do? Mm-hmm. I write. How about a little bit of a poem? Do you know any of your poems? Yeah. Tell us a little poem. Oh, I'm on the spot, so I really don't remember. Hold on. How about one line? Okay. While people falling down, everywhere you turn, falling down as victims to what they didn't learn.
You're talking about all this black on black, but you should teach the children to keep their mind on track. Then they wouldn't pull the trigger and call anyone they saw a nigga, because none of that is right. And everybody going around killing everybody out of spite. That's just like one part of it. Well, that was excellent. Wow. Poetisches findet sich aber auch bereits 20 Jahre früher, damals noch in New York, als Toni Konrad das Community-Projekt Waterworks realisierte. Anlässlich des Frühlingsfestes war es dem Künstler gelungen, eine große Wasserfontäne zu aktivieren und Rhys Chatham hat Musik geschrieben. The first moments of the Waterworks event in Times Square. Oh, this is the actual recording. We are now actually recording. Das über mehrere Stunden anhaltende Projekt ist nicht das einzige, das Toni Konrad im öffentlichen Stadtraum realisiert hat. Während die Aufzeichnungen zum Byron Park-Stück aus seinem musikalischen Öffre eher zufällig am Fenster der eigenen Wohnung entstanden sind, hat die Arbeit Loose Connection sehr viel mehr Vorbereitung erfordert. Die Aufzeichnungen, die wir hier sehen, stammen von einer Kamera, 16mm Film, die auf ein mechanisch sich drehendes Stativ montiert wurde, sodass jeder Frame um 30 Grad versetzt aufgenommen ist und eine 360 Grad fragmentierte Vedute entsteht. Die Apparatur war natürlich ein Kuriosum, wie sich in dieser folgenden Audiosequenz zeigt, in der wir nicht nur Beverly Grant hören, sondern auch Ted Konrad sehen. Did you hear that laugh? I didn't see this one. What? You know why the laugh? Why the laugh? Because when his camera swung around to Teddy, he waved at it. He did. Die Lichteffekte des Frühwerks führen mich jetzt mit The Ears Knuckle Under to the Eyes ins Spätwerk, eine Arbeit von 2012, die entstanden ist, indem Toni Konrad einen Spiegel an seiner Violine installiert hat und die Geige dann zunächst gezupft und später gestrichen hat. Bleiben wir bei dem für Toni Konrad so typischen Violinklang, der auch in der Arbeit Implicating Lully von 1998 deutlich hörbar ist. Der Klang entsteht zum einen durch vier Bassviolinen, die bodennah installiert sind. Zum anderen sehen wir Toni Konrad und Alexandrine Gallisser. Die live hinter diesem Vorhang spielen. Nichts scheint in der Inszenierung dem Zufall überlassen. Der Titel, die barocke Kleidung und nicht zuletzt der orangefarbene Vorhang deuten auf Toni Konrads intensive Auseinandersetzung mit der Zeit Ludwig des 14.
Für Toni Konrad ist dies eine ausgesprochen interessante Zeit in der Geschichte, da politische Machtstrukturen mit ästhetischen Mustern Allianzen eingehen. Zum einen wäre da die Orchesterreform, die mit dem Violinisten und Komponisten Lully in Verbindung gebracht wird. Er bringt den Geigern bei, ihre Violinen gleichzeitig, also ästhetisch synchronisiert, auf- und abzustreichen. Auch im Ballett wird der Körper reguliert und in Form gebracht. Als ästhetischer Körper setzt der Tanzende Naturgesetze außer Kraft, wie etwa die Schwerkraft, oder inszeniert sie, wie bei der Repräsentation der Sonne im Falle von Ludwig XIV. Als Sonnenkönig. Nicht zuletzt orchestriert die Oranische Heeresreform die Körper der Soldaten, die nun in Tune, also im Gleichklang, zum Beispiel mit Hilfe der Marschmusik, ihre Handlungen synchronisiert ausführen. Das Motiv des Balletts taucht schließlich auf in der Arbeit Landscape is a Wish of Motion von 2003, in der Toni Konrad über das projizierte Bild seines damals noch kleinen Sohns spricht. Choreography is a map of movement, patterns for action that ballet masters ordained by design. Choreography is a map of movement, patterns for action that ballet masters ordained by design. Its composition depends on human bodies. Damit bin ich am Ende meines Beitrags angekommen, den ich mit der Beethoven-Arbeit A Handful Earth, eine Box, beenden möchte. Wir folgen Toni Konrad mit Annegar Davis und Tim Parkinson auf dem Wiener Zentralfriedhof, zunächst begleitet von Arnold Schönberg, später auf den Spuren von Beethoven. Tötet in der Sonne Glanz, ein geschlossenes Zauberbuch, ruht der Horizont. Now that was for Arnold Schoenberg, who's right over here. Of course, you know, he died, but in case you don't remember, he was a composer. Mm-hmm. Well, anyway, never mind. I'm trying to... That was your 12-tone piece? Yeah. Can we... It was one tone. Can we film you meeting Beethoven? What? Can we film you meeting Beethoven? Sure. And then you can dedicate something. Okay. Yeah. Well, have you been practicing? I have. Well, let's see if we can find him. Okay. Take a shot at it. What? That's Schubert. Schubert? Where? Over there under the big rock. Oh, yeah? Mm-hmm. It's Alois Lichtenstein. Over there. Who's that? Alois Lichtenstein. Who is he? What? Ooh.
you'll laugh at his grave. I'm not laughing at him, I'm just asking who he is. He's so lucky as to be buried next to a naked guy with a peacock named Dumbo. Mm-hmm. Yeah. Oh. Huh. Wow. Oh. Oh, that's a new. Yeah. This reminds me of his fourth symphony. No. Oh my goodness, here's a stone. Look at that. What a comparison. Where did they put all that? In one room together. Yeah. Oh my God. Who's Franz? There's Franz Schubert. He was very young. Yeah, look, look over there. Look over there. Right? That doesn't look like much. It must be his mother. He's sitting on his complete works. Uh-huh. Oh, yeah. Oh, boy. It's really something. They're all, all these culture heroes are all dead. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.